Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Messer und Werkzeuge. Heute möchte ich euch gleich zwei Gegenstände vorstellen bzw. ein Review von zwei Gegenständen machen. Das sind beides Artikel von der Firma Leatherman. Zum einen möchte ich euch den Leatherman Karabinerhaken im Detail zeigen und zum anderen habe ich hier das Leatherman Skeletool KBX. Wobei das eigentlich kein Tool ist, das ist eigentlich mehr ein Messer, ein Einhandmesser. Beide Gegenstände sind relativ klein und da ist, ich sag mal, nicht so viel an Material dran. Dafür sind die vom Preis her aber doch relativ hoch. Und in diesem Video möchte ich euch sagen, ob sich der Kauf lohnt oder nicht von diesen beiden Sachen hier. Beziehungsweise ob der Preis gerechtfertigt ist. Wie immer nach einem kurzen Intro gibt es die Details, also bleibt dran, bis später. Als erstes würde ich gerne auf den Karabinerhaken von Leatherman zu sprechen kommen. Schauen wir uns den mal kurz an. Wir haben hier den Schriftzug Leatherman im Material drin. Dann haben wir hier einen Kapselheber, also einen Flaschenöffner auf gut Deutsch. Und dann hier oben haben wir den Hinweis Not for Climbing. Das heißt also, dieser Karabinerhaken hier ist nicht zum Klettern geeignet. Des Weiteren haben wir hier einen Schraubenschlüssel. Ich habe dieses Loch mal nachgemessen von Kante zu Kante und zwar sind das ziemlich genau 6,6 mm. Ich kann mir momentan nicht erklären, für welche Art von Schraube dieses Schraubenloch hier gut sein soll. Vielleicht habt ihr eine Idee. Aus welchem Grund Leatherman ausgerechnet hier diese Schraubengröße mit eingebracht hat in den Karabinerhaken. Ist das vielleicht eine Zollgröße, also metrisch ist das glaube ich nicht. Und wenn ja, für welchen Zweck ist dieses Schraubenloch? Habt ihr eine Idee dazu oder weiß das vielleicht jemand von euch, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare mit rein. Das war auch schon so ziemlich alles, was dieser Haken hier kann. Das Ding ist relativ klein, also die Breite ist so ungefähr 3,2 cm und der Haken ist lang, ja, 6,6 cm. Als Verschluss gibt es hier einen Drahtbügel. Ich habe schon in den Rezensionen bei Amazon zu dem Haken hier gelesen, dass bei dem einen oder anderen sich dieser Drahtbügel hier verabschiedet hat und dann der Karabinerhaken in dem Fall unbrauchbar geworden ist. Das ist jetzt hier bei mir noch nicht passiert, aber das sollte man vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, bei denen das schon vorgekommen ist. Also meine Meinung zu dem Haken ist, dieser Karabinerhaken hier von Leatherman ist ein Fanartikel für Hardcore Leatherman Fans, würde ich mal sagen. Ich würde diesem Karabinerhaken hier nicht allzu viel zutrauen und großartige Funktionen hat das Ding jetzt auch nicht, außer dem Flaschenöffner hier. Wie gesagt, wofür dieses Schraubenloch da hinten ist, für welche Art von Schraube das geeignet ist, kann ich jetzt momentan zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Dieser Haken hier ist definitiv, sage ich jetzt mal, ein Accessoire für Leatherman-Fans. Ansonsten hat er keinen großen Nutzen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr einen Karabinerhaken sucht, um irgendwelche Ausrüstungsgegenstände oder sowas an eurem Rucksack oder was weiß ich wo zu befestigen, dann würde ich euch empfehlen, holt euch lieber sowas hier. Ich habe mir hier diese
Karabinerhaken gekauft von der Firma Elliott. Das spielt jetzt im Moment erstmal keine Rolle, was das für eine Firma ist, aber diese Karabinerhaken hier, die sind ebenfalls bei Amazon gekauft. Diese Karabinerhaken sind auch ausdrücklich geeignet zum Klettern. Sehr robust. Ich habe jetzt den hier gekauft wegen der Farbkombination, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir die Farbkombination gut gefallen hat. Das ist so ein metallisches Olivgrün hier mit Orange kombiniert. Diese Farbkombination hat mir sehr gut gefallen. Und dieser Haken hier, wie gesagt, ist auch zum Klettern geeignet. Wenn man diese Schraube hier nach oben zudreht, dann lässt sich der Haken auch nicht mehr öffnen. Also wenn man hiermit irgendwie Ausrüstungsgegenstände am Rucksack oder sonst wo befestigt, das ist definitiv sicherer als mit dem Karabinerhaken von Leatherman. Klare Kaufempfehlung von mir, dieser Haken hier. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung trotzdem den Leatherman Karabinerhaken. Vielleicht möchte den trotzdem der ein oder andere von euch möchte den eventuell trotzdem kaufen, weil er halt absoluter Leatherman-Fan ist. Ich muss zugeben, ich bin auch ein Leatherman-Fan, sonst hätte ich diesen Haken hier nicht bei mir. Aber nochmal kaufen würde ich mir das Teil nicht. Also den verlinke ich euch mit in der Videobeschreibung und hier diese Elliott-Karabinerhaken ebenfalls. Die gibt es in verschiedenen Farben. Schaut es euch einfach mal an. Kommen wir zum Leatherman Skeletool KBX. Hier ist Leatherman einfach hingegangen und hat bei dem Multitool Skeletool die eine Hälfte vom Griff hergenommen, da wo das Messer mit drin ist, und hat daraus ein eigenständiges Produkt gemacht. Das ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als ein halbes Multitool von Leatherman, und zwar das Skeletool. Man muss wissen, dass die Artikel bei Leatherman, die schwarz eingefärbt sind, so wie hier in meinem Fall die Klinge, die ist hier so schwarz bruniert, dass die mit der Zeit bzw. gerade am Anfang abfärbt. Also ich habe die jetzt mal frisch geölt, um euch das zu zeigen. Jetzt putze ich da mal kurz drüber und dann sieht man, dass hier der Lappen so eine braune Farbe hat an der Stelle. Also das liegt an der Beschichtung. Die Beschichtung, die färbt ab mit der Zeit. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von schlechter Qualität, aber das muss man halt wissen, dass die bei Leatherman alle Sachen, die schwarz eingefärbt sind, dass die so ein bisschen abfärben. Ich habe mir jetzt hier dieses Skeletool KBX gekauft in den Farben Tan mit schwarzer Klinge, weil mir diese Farbkombination ganz gut gefallen hat. Das sieht man auch, dass ich auf solche Farben stehe hier, wenn man sich meine Uhr und mein Armband anschaut. Also dieses Coyote-Tan ist schon eine von meinen Lieblingsfarben. Also was haben wir hier? Wir haben hier ein Einhandmesser auf gut Deutsch. Mehr, also nicht mehr und nicht weniger. Also das Ding ist relativ klein. Schauen wir mal kurz die Länge an. Also die Länge von dem Messer ist 8,8 cm ungefähr. Die Klingenlänge ist in etwa 8,5 cm ungefähr ist die Klingenlänge. Dieses kleine Messer lässt sich einhändig öffnen und ist somit in Deutschland fällt das unter den Paragraph 42a des Waffengesetzes. Also dieses Messer hier ist, obwohl es so klein ist, eigentlich in Deutschland ist es nicht erlaubt, dieses Messer zum Führen. Auf der Rückseite von dem Skeletool KBX haben wir einen Gürtelclip kombiniert mit einem Flaschenöffner. Hier ist noch ein Kapselheber mit integriert. Das Messer hier gibt es in verschiedenen Farben. Ich verlinke euch das Teil in der Videobeschreibung. Gibt es in allen möglichen Farben, das Ding.
Das ist relativ teuer für die Größe oder für das, was man hier bekommt. Aber ich muss sagen, ich habe das Ding hier schon oft dabei gehabt und habe damit schon sehr viele Kartons zerschnitten. Also hauptsächlich habe ich damit Verpackungen aufgemacht. Die Klinge ist wirklich höllisch scharf. Also das ist schon wirklich rasiermesserscharf, auch das Teil hier. Die Form von der Klinge, würde sagen, das ist eine Tanto-Klinge, ein Reverse-Tanto. Also quasi eine Tanto-Klinge verkehrt herum. Also der Anschliff ist nicht so von unten nach oben, so wie das sonst üblich ist beim Tanto, sondern genau andersrum, dass die Spitze unten angebracht ist. Gut, das Messer hier ist wie gesagt relativ teuer. Aber ich finde das Ding trotzdem ganz schick. Von daher finde ich den Preis irgendwo gerechtfertigt. Das ist zwar, also das muss jeder selber wissen. Schaut es euch an, guckt euch das Messer mal an in der Videobeschreibung, klickt mal auf den Link, guckt euch die verschiedenen Farben an. Ich für meinen Fall bereue es nicht, dieses Messer hier gekauft zu haben. Das ist ein hübsches kleines Backup-Messer, was sich überall schön verstauen lässt. Lässt sich überall gut verstecken, das Ding, und es wiegt nicht viel. Also, wie gesagt, ich finde dieses Leatherman Skeletool KBX sehr ansprechend. Also, für meinen Geschmack ist das hier ein sehr schönes kleines Taschenmesser. Liegt im Übrigen auch sehr gut in der Hand, das Ding. Also, ein hübsches kleines Messer. Mit Einhandbedienung, wohlgemerkt. Um auf den Karabinerhaken von Leatherman hier noch einmal drauf zuzukommen. Ich habe schon gesagt, das Teil hier ist ein Accessoire für Liebhaber oder für Leatherman-Fans. Ich würde diesem Haken hier nicht allzu viel zutrauen. Also wenn ich da irgendwelche teure Ausrüstungsgegenstände mit befestigen würde, dann hätte ich Angst, dass diese Klammer hier sich verabschiedet und dann vielleicht irgendwas verloren geht. Also wie ich schon gesagt habe, wenn ihr einen zuverlässigen, guten Karabiner haken wollt, dann greift lieber zu so einem anständigen Karabinerhaken hier. Die gibt es auch bei Amazon. Ich verlinke euch den Leatherman-Karabinerhaken und den hier auch. Also der Haken hier, der hält was aus, da kann man sich auch selber mal dran hängen, der ist also auch zum Klettern geeignet. Wie gesagt, Leatherman Karabinerhaken, Fanartikel, würde ich jetzt nicht wirklich ernst nehmen, das Teil. Also wenn Karabinerhaken, dann einen richtigen. Dann zu dem Skeletool KBX, dieses kleine Messer hier. Ist verhältnismäßig teuer, ja, muss ich schon sagen. Also für das, was man hier an Material bekommt, ist das Messer wirklich unverschämt teuer schon fast. Aber das hat trotzdem meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung. Dieses Messer hier ist qualitativ sehr hochwertig, sehr klein, aber sehr hochwertig. Helle scharf, lässt sich als Backup-Messer sehr gut überall verstauen. Also für dieses Messer hier von meiner Seite aus Daumen hoch. Trotz des hohen Preises. Damit wären wir schon wieder am Ende für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch klickt und auf die Glocke klicken, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Misiones, Argentinien und ciao, ciao.